Hey und willkommen zu einer neuen Staffel mit der Klee Family. Ich bin Daniel von SimFans.de und ja, ich habe mir überlegt, wir brauchen mal einen Neustart. Ich möchte mit meiner geliebten Family hier nochmal starten, mit allen Packs und mit einer neuen Story, mit neuen Merkmalen und ein bisschen auch einem anderen Aussehen. Grundsätzlich bleiben die gleich, aber wir werden ja auch die Story nicht nachspielen oder so aus der ersten Staffel Let's Play Elternfreund, sondern wir werden was komplett Neues machen wieder zusammen. Und ich möchte euch heute in dieser Folge mal die Sims vorstellen, das Haus zeigen, die Jobs und die Fähigkeiten gehen wir durch und die Bewohner der Welt und ja, wir gucken uns mal die Spieloption noch an, wie ich das spielen möchte. Schön, dass ihr reinschaut, doch jetzt erstmal Daumen hoch, denn es geht los. Dankeschön. Wir starten mit unserer Lea Klee. Lea Klee ist eine junge Erwachsene in diesem Paralleluniversum und ich habe ihr das Bestreben Supermutter gegeben unter Familie und sie hat auch hier Vorlieben, natürlich die Farbe Grün hier, das ist unsere Lea und sie hat auch neue Merkmale, die jetzt auch später dazugekommen sind, paranoid vor allen Dingen hier. Und ja, das ist bestimmt witzig und natürlich auch ordentlich und familienbewusst, ne? Lea ist halt eben Lea, aber so ein bisschen Pep bringen wir rein in die Family. Es geht auch weiter mit Marvin. Get to know hier Marvin. Marvin, der hat ein neues Bestreben bekommen und zwar unter Beliebtheit vertrauensvoller Nachbar. Ich bin mal gespannt, was das für neues Gameplay eröffnet, ob das klappt. Er ist selbstsicher kleptomanisch, für alle, die das Elternfreund-Let's-Play angeguckt haben. Er war damals Polizist, ist schon auch die Richtung eingeschlagen und er ist auch noch unberechenbar, ist auch ein neues Merkmal. Selbstgespräche führen und ihre Emotionen sind unvorhersehbar. Dann haben wir noch die Red und Red, die wird mit dem Bestreben Herzensbrecherin unter Devianz für Unmut sorgen unter den Bewohnern der Welt. Die Farbe ist hier bei ihr rot, sie hat hier noch Aktivitäten, ne? So ein bisschen künstlerisch sehe ich sie. Und zwar Schreiben, Fotografie und kreativ und romantisch natürlich auch sehr wichtig für unser Herzensbrecher-Vorhaben. Und Marvin habe ich vergessen hier, der hat hier natürlich die Farbe Orange als Like drin. Und dann gucken wir mal weiter mit dem Jonas Klee. Übrigens, ich habe auch Red und auch Lea neue Nägel gegeben. Ja, gibt's da jetzt auch neu. Dann haben wir den Jonas und der hat auch ein neues Merkmal bekommen, das damals noch nicht gab. Auch eine Zahnlücke, wie ihr eben gesehen habt, mal Mund aufkommen. Ich finde das total witzig. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, zusammen mit den Kanalmitgliedern haben wir auch so ein bisschen die Story gestrickt. Die Kanalmitglieder haben übrigens auch bestimmt, dass wir im Frühling starten. Da habe ich eine Umfrage gemacht. Und im Kanalmitglieder-Talk haben wir so ein bisschen drüber geredet. Tierfreund ist es. Ja, weil wir haben jetzt Tierchen hier auch im Let's Play mit dabei. Und es wird auch wieder ein Generations-Let's Play sein. Das heißt auch, ne, keine Challenge oder irgendwie sowas, sondern ein reines Generations-Let's Play. Wir haben ja auch schon einen fetten Stammbaum aufgebaut mit unserer Klee-Family. Ist auch ein Paralleluniversum. Das heißt nicht, dass die alten Klees nie wiederkommen. Es ist nur mal ein Versuch eines Neustarts. So, wir gucken mal die Outfits durch hier. Guck mal, was ich gemacht habe. Hier, das Shigimigi-Outfit. Sportlich, Nachtwäsche, Ausgekleidung, Badekleidung, das Heißwetter-Outfit und das Kaltwetter-Outfit. Finde ich, ist mir ganz gut gelungen. Ne? Von der Körperform ist die so mittel jeweils. Dann haben wir Marvin. Marvin, ich erkläre euch mal, wie Marvin so drauf ist. Also wir haben natürlich einen Vater, der jetzt so ein bisschen das Gegenteil ist wie vorher. Kein Polizist mehr. Er wird Geheimagent werden, deswegen auch dieses Outfit. Und ich weiß noch nicht, ob ich in die böse oder in die gute Geheimagentenrichtung gehe. Und er ist so ein bisschen freakig. Hier auch so ein paar neue Klamotten natürlich rausgesucht für ihn. Hier ist das, das Schlafanzug-Outfit. Dann haben wir hier die Partykleidung. Ich find's cool, ne? Es muss halt so ein richtiger Dad sein. Der ist vielleicht so ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Und im Pool geht er immer mit Taucherausrüstung, heißes Wetter und kaltes Wetter. Auch hier wieder das bisschen witzige, bunte mit dabei, ne? Für Marvin halt. Man muss ihn einfach lieben. Dann kommen wir zu Red, unsere Herzensbrecherin. Ja, natürlich rot.
Ja, und dann haben wir hier dieses Outfit, hier ist Shigemigi. Dann haben wir das hier, ist Teenagerin, ne? Und da haben wir das. Und hier ist das. Und hier haben wir das. Und hier so. Finde ich auch sehr schön. Auch mit bisschen Piercing habe ich hier gegeben mal. Finde ich ganz cool. Musste nicht immer tragen, aber so ab und zu mal können wir auch noch anpassen. Falls ihr Wünsche habt, immer her damit. Das gilt für alles, für die Sims, für das Aussehen, für die Story. Schreibt es mir in die Kommentare. So, wir haben den Jonas. Auch er behält natürlich sein Alltagsoutfit, wie wir es kennen. Aber wir haben noch auch hier ein neues Shigemigi-Outfit aus neueren Packs bekommen. Hier auch das sportliche Outfit, Nachtkleidung. Hier auch mit bisschen CC mit dabei von mir. Gibt es auch für euch im Merch-Shop, das Sul-Sul-T-Shirt. Dann haben wir hier das Party-Outfit, das Bade-Outfit und das heiße Wetter-Outfit. Bild, das gerade Bild. Und das Kaltwetter-Outfit. Ja, soweit die Sims. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wir gucken jetzt mal einfach rein in das Let's Play. Da starten wir mal. Ja, noch gibt's keinen so großen Stammbaum. Ich habe ja immer früher in den Ladebalken den Stammbaum eingeblendet. Jetzt brauchen wir das eigentlich nicht. Ich überlege mir das nochmal. Ihr könnt es mir auch gerne schreiben. So, nachdem wir die Namen, Merkmale und Vorlieben des Sims haben und die Outfits, gucken wir uns jetzt mal, das ist das Elternfreundehaus, haben wir redesigned, aber erstmal gucken wir uns die Fähigkeiten an. Denn meine Sims haben Fähigkeiten, ich wollte nicht bei Null starten, denn die sind ja auch schon ein bisschen älter, die haben auch schon ein bisschen was erlebt, stellen wir uns vor. Beziehungen sind klar, ne, hier standardfreundlich und Marvin ist hier verheiratet und Liebespärchen. Und hier gucken wir mal rein und zwar haben wir in den Fähigkeiten von Lea, also wie gesagt, Supermutter, ne, das müssen wir noch machen. Und da habe ich Backen, Erziehung, Gartenarbeit und Kochen reingepackt, so mittel bis niedrig jeweils, ne, 3 und 5. Dann haben wir den Marvin, er hat Charisma, Fitness, Geschicklichkeit, Logik und Programmieren, ne, in die Richtung geht's also. Dann gucken wir mal bei Red weiter, wie gesagt, unsere Kreative, hier auch Charisma, Fotografie, Malerei, Medium, was ich sehr spannend finde, das paranormale Phänomene und Schreiben. Das sind so ihre Hobbys. Und dann haben wir noch den Jonas, er hat auch von allem so ein bisschen was, Kreativität, Mental, Motorik, Sozial, ist ja auch noch ein Kind und ja, das ist, denke ich, realistisch, also es sind so mittelhohe Fähigkeiten, da können wir auch gleich mal was starten hier. Senkrechtstarter hier als Bestreben, ne, passt ganz gut. Gemeine Herzensbrecherin, beim Betrügen erwischt werden, sowas, in die Richtung gehen wir. Der Marvin, vertrauensvoller Nachbar, da werden wir mit Beeinflussungen was ausprobieren. Und hier die Supermutter natürlich, ne, das wollte ich unbedingt mal fertig spielen hier, dieses verdammt schwierige Elternfreuden bestreben, wobei die Herzensbrecherin auch richtig krass ist, mit 10 Paare entzweien, Status Ex, 5 Ex braucht sie und die muss 10-mal beim Betrügen erwischt werden, das ist schon sehr happig hier, ne, das ist schon wirklich eine Lebensaufgabe. Und dann gucken wir mal weiter, wir gucken uns mal das Haus an. Wie gesagt, das Elternfreundehaus haben wir ein Redesign gemacht in dem Livestream. Ich zeige das euch mal hier. Ich habe das noch ein bisschen weiter umgebaut und zwar, damit es eben zu unseren Sims passt. Ich habe erstens mal natürlich die Pflanzen entfernt, weil ja, das Gärtnern ist jetzt nicht mehr so fett drin, wie ihr gemerkt habt. Eher das Kochen für unsere Lea. Wir haben natürlich einen Hühnerstall mit den Hühnern aus dem Landhaus Leben Erweiterungspack und so ein paar Aktivitäten natürlich für die Kinder, für Groß und Klein. Wir haben Teich und Recycling, was alles damals noch nicht gab. Das Elternfreundhaus ist aber grundsätzlich so gleich geblieben. Also wir haben weiterhin das gleiche Haus an sich. Die Räume, ne, die Küche und so aus Elternfreunden ist dabei. Ist auch so ein bisschen CC mit dabei. Hier gibt es auch für euch als Download und im Merch-Shop. Und ja, das Haus habe ich hier auch nochmal ein bisschen ergänzt mit so einem Computerarbeitsplatz, was wir natürlich hier brauchen. Das Weihnachtskrams habe ich rausgeschmissen. Wir müssen natürlich auch noch Fotos machen. Hier gibt es noch so eine Elternfreundenwand. Ja, da ist die Garage. Dann haben wir hier den Eingangsbereich und das kleine WC hier unten. Auch hier gibt es ein bisschen CC im WC von mir, was da ganz gut gepasst hat. Ne? Dem endlich hier eine Globürste, Mensch, sagen gibt's. Und dann gehen wir mal hoch. Da gucken wir erstmal hier ins Schlafzimmer rein. Ne? Relativ schlicht noch. Das Schlafzimmer mit Stricken und Sticken, was ja auch neuer ist. Das Kinderzimmer von Jonas mit so einem schönen Hochbett. Traumhaftes InDesign. Auch hier ist ein bisschen CC mit dabei.
Und dann haben wir hier das Badezimmer. Auch da habe ich natürlich wieder ein bisschen CC reingepackt, damit das so ein bisschen schöner aussieht. Und ja, falls ihr wissen wollt, was das ist, das gibt es kostenlos als Download. Guckt mal einfach in die CC-Playlist rein. Dann haben wir da das Zimmer von Red. Da habe ich, wie gesagt, den Medium-Tisch hierhin gemacht, so ein bisschen Fotografie reingepackt. Und ja, so ein bisschen sonst, so ein bisschen junger Teenager-Style ist sie ja auch eingerichtet. Und wir haben hier noch eine Staffelei hier draußen. Auf dem Balkon von Jonas gibt es so ein schönes Handtuch von der Naschi. Und ja, ne, entsprechend seinen Fähigkeiten und seiner Story so ein bisschen die Objekte, die ich mit ihm spielen möchte. Jetzt gucken wir jetzt aber noch die Welt an. Das war eigentlich fast schon die heftigste Vorbereitung. Natürlich auch Fahrräder und so hatten wir alles damals nicht hier. Ja, das waren noch Zeiten. Ich habe auch die Welten umgebaut. Komplett, ja. Ich habe so ein paar Häuser platziert, Gemeinschaftsgrundstücke wie auch bewohnte Häuser. Zum Beispiel das Gegenüber vom Elternfreundhaus, das Mehrgenerationenhaus mit den 8 Sims. Finde ich sehr cool mit Nachbarn, ne? Auch mit Teenagern und Kindern und so mit Sims in dem Alter. Die Stalkerin ist natürlich mit dabei. Masami Ikeda mit ihren Katzen. Wir haben die Tierklinik, die geliebte Tierklinik. Hier ist zum Beispiel der Leuchtturm. Da habe ich die Washtags Family reingemacht. Sims-Familien, die wir in Streams erstellt haben für neue Packs oder einfach mal so zu Häusern erstellt haben, Sims. Und ja, das ist einiges mit dabei. Ich habe auch so ein paar bestehende Familien natürlich drin gelassen. Und ja, um das Ganze abzurunden, wir können die Welt dann auch noch so ein bisschen erweitern. Wave Museum ist dabei. Ist nicht alles mit drin, aber schon einiges. Wir gucken mal ein bisschen durch. Oasis Springs, dann natürlich die Spa-Oase im Riss. Hier das Riad und Hammam. Hier wohnen zum Beispiel unsere Fashion Street Sims aus dem Stream. Das Roman Aqua, das Orient Spa. Das ist so voll der Spa-Komplex. Ich habe das Pizza-Restaurant eingepackt. Hier eine, die Lungalow-Bungalow-Familie. Dachte ich, passt auch ganz gut. Ich habe so ein bisschen probiert, so ein paar Sims aus unseren Challenges, wie keine Ahnung und eine Waffel reinzubringen, aber auch Familien, die einfach passen zu, ne, dass es auch Kinder sind und so, mit denen man spielen kann. Und die Landgrafs, die sind umgezogen, zum Beispiel. Ja, in Newcrest habe ich auch so ein paar Sachen platziert, hier wie den Kindergarten, vielleicht mal Schwimmbad oder hier die Sims aus der Umstyling Challenge sind hier mit dabei. Oder wir haben in Windenburg zum Beispiel das Bauernhaus, den Bauernhof mit der Family. Und ja, was haben wir hier noch? Das Black and Gold Beauty Spa, das Yips Café und natürlich ganz neu auch aus den Streams Familienaltbau mit der Family, die ist natürlich ja auch mit drin in diesem Universum. Ja, was haben wir da noch? Genau, das sind die Hacks hingezogen, weil ich ja das mehr Generationen ausplatziert habe. So, dann gucken wir mal noch ein, zwei Dinger an. Also in Zulani zum Beispiel habe ich ja auch dann mal das Meerjungfrauenhaus platziert mit den Meerjungfrauen-Sisters oder hier den Delfinstrand, ne? Sonst ist da eigentlich, glaube ich, alles gleich geblieben. Wir haben in Brindleton Bay waren wir schon, Forgotten Hollow. Natürlich ist Rudy hier jetzt endlich mal zusammengeführt, die Creepy-WG. Die lebt auch im selben Universum, müssen wir alle noch kennenlernen. Und wir haben auch, ja, also immer mal wieder war hier Hanford und Bagley, das ist der Hofladen mit dabei, den ich gebaut habe. Wo die hier oben aus dem Landhausleben Let's Play, die beiden Sims sind mit dabei. Und ja, das sollte mal soweit reichen. Natürlich ist da noch nicht alles. Oh ja, wir gehen auch nach San Myshuna, gehen wir noch kurz. Da habe ich auch noch so ein paar coole Sachen drin. Zum Beispiel hier die Girly-WG wohnt hier, Girly-Apartment-WG. Hier ist das Jugendhaus. Ich habe zum Beispiel die modern Manswear, die moderne Männermoden-Sims habe ich hier einziehen lassen in den Apartment. Oder wir haben auch hier wieder die Brick Penthouse Teens, ja, mit Justin. Es wird echt cool, glaube ich. Und ja, soweit mal so gut. Wir reisen heute mal nicht. Und ich denke, das ist jetzt mal ein guter Start. Wir gucken uns jetzt nochmal an. Also wir haben die Jahreszeit Frühling, wo wir hier eigentlich sind, am Anfang. Ich habe das so gemacht, dass wir 14 Tage spielen. Wie gesagt, die Jahreszeit haben die Kanalmitglieder abgestimmt. Die haben ja da auch so ein bisschen geholfen. Was machen wir denn? Sollen wir das überhaupt machen mit so einem Klee-Let's Play und so, ne? Und das ist so unser Kalender. Wir spielen jetzt erstmal 14-tägig. Die Jahreszeiten habe ich mir überlegt. Dann kommen wir so ein bisschen durch. Also nicht mehr real zur realen Jahreszeit, sondern mit so ein bisschen häufigeren Wechsel. Und wir gucken dann auch mal noch in die
in die Spieloption rein. Ich habe dazu gemacht, dass die Selbstständigkeit vollständig ist. Altern wird nur der aktive Haushalt, also mit dem man hier spielt auch. Die anderen Sims werden nicht älter. Die Sims-Lebensdauer ist lang. Und ich habe hier unbegrenzt Sims. Aktuell sind 117 in der Welt. Wir können auch hier dann jetzt mal einfach starten, würde ich sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne kommentieren. Ich bin gespannt. Let's Play Start. Mit unseren Sims hier. Oh je. Ja, die ist schon wieder kokett. Wieso bist du kokett? Wegen der Deko, ja. Dann hat schon wieder hier dekoriert hier. So, unfaires Leben jammern. Ich möchte ja so ein bisschen mit ihr so das Rebell-Teen spielen. Ja, ich bin voll die Rebellin jetzt, ja. So, und Jonas, der wird unser Senkrechtstarter. 2 Stunden mit Erwachsenen lesen. Oh, das ist cool. Da könnt ihr gleich mal mit der Mama, ja guck mal, kannst du mit der Mama lesen? Kann man hier lesen kann die Mama sagen, hier kommen wir lesen mal mit dir. Geht das hier? Wie kann man denn zusammen lesen? Das weiß ich gar nicht. Lesen? Und dann kannst du mit jemand anderem was lesen, oder wie? Wie geht das hier? Etwas vorlesen? Jetzt gucken wir mal. Erziehung? Ja, das ist auch nicht. Da fängt schon wieder gut an. Ich habe schon wieder zu lange nicht mehr richtig gespielt irgendwie. Das ist wieder sowas. Das ist wieder sowas hier, ne? Fällt voll gut. Daumen nach oben hier, oder? Ihr auch? Alle mal Daumen nach oben hier. Jonas sagt so schon. Daumen nach oben. Bewunderung ausdrücken. Ne, wir müssen mal gucken, ob wir da... Wie kann man zusammen lesen? Ich will ja Leviten lesen. Das kann ich machen hier. Fesselnde Geschichte erzählen. Das ist eher so eine Geschichte, ne? Wie kann man zusammen lesen? Wisst ihr das? Hier die erste Challenge schon mal hier rausfinden, wie man zusammen lesen kann. Im Bücherregal habe ich es nicht gefunden. Das ist wieder witzig. Kann man das nur am Bett machen, dass man da sagt, zum ins Schlaf lesen? Aber das will man ja auch nicht, oder? Will man ja auch nicht hier. So, wir weisen genau erstmal das Bett zu. Das ist hier auf jeden Fall mal von Jonas. Red, du kriegst hier mal das Bett hier. Bett zu weisen. Red. Dann machen wir mal hier die Lea und hier der Marvin. So, jetzt haben wir das mal geschafft hier. Jetzt gucken wir mal, kommen die Nachbarn eigentlich heute vorbei? Ich weiß gar nicht. Kommt da immer mit dem blöden Kuchen da? So. Lalala, da kommt schon wieder was im Fernsehen hier. Oh je. Vampire hier. Oh je, je. Wie geht das denn jetzt mit dem Lesen? Da müsst ihr mir erstmal helfen. Da krieg ich schon wieder nicht hin. Guck dir das Haus erstmal an, ne? Ist cool, oder? Ist cool, das Haus. Da freue ich mich schon mega drauf, auf dieses Haus hier. Ja, wir haben auch ein Kaugummitier hier. Das ist toll, oder? Das Kaugummitier. So, und ein Hamster hast du auch. Ja, der gehört auch dazu. Wir müssen den erstmal hier füttern hier. Futter auffüllen geht nicht. Okay, es ist genug Futter hier im Käfig. Okay. Hamsterli ist auch dabei wieder, Hamsterli. Es ist ja wieder konzentriert. Es schneit. Es schneit? Nee, es schneit gar nicht. Schon der Schnee ist schon wieder geschmolzen. Jetzt ist schon wieder Frühling. Guck mal an, so schnell kann es gehen. Okay. Okidoki. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich muss mich auch noch so ein bisschen reinfinden am Anfang natürlich. Aber gemeine Herzensbrecherin, habt ihr das schon mal gespielt? Bonusmerkmal schwarzes Herz. Wenn du das Herz dieses Sims sehen könntest, würdest du angeekelt zurückschrecken. Aber Red würde es sich niemals sehen lassen. Sie erhält Sozialboni von gemeinen und schelmischen Interaktionen und schüttelt Stimmungen wie traurig und beschämt viel schneller ab als andere Sims. Boah, das ist schon cool. Das ist schon richtig nice hier erstmal, ne? Ja, ja. So, ey, müssen wir erstmal hier die Nachbarn kennenlernen. Können wir die mal hier, das ist schon wieder toll hier, Residenz besuchen. Wir begrüßen mal die Nachbarn. Ich fände es sehr cool, wenn die zu uns kommen würden, aber wir gehen jetzt mal rüber und sagen denen Hallo, dass wir so ein paar Beziehungen aufbauen können. Sonst leben wir nur für uns. Ja, so ein paar Fähigkeiten haben wir ja schon. Schon mal ein guter Start. Ich bin echt gespannt, ob ich noch drauf habe, irgendwie zu Let's Playen. Es ist wirklich schon länger her. Natürlich haben wir live Let's Playen, aber es ist schon was anderes, als eine Aufnahme zu machen, ne? Wurde sie übrigens auch gewünscht, ne? Habe ich auch abstimmen lassen, ob ich das live machen soll oder recorded hier, ne? So, hallo. Guten Morgen. Kommen Sie. Ich hätte gern hier mal geklopft bei euch. Was ist denn bei euch? Schlo, ihr habt voll das geile Haus, Mensch. Blub. So, klopf, klopf, wer ist denn da? Hallo, gleich schon zu den Großeltern. Ja, komm alle mal rein hier in die gute Stube. So, Red, du musst dir mal den Teenager hier schnappen hier. Lustig vorstellen, hier freundlich vorstellen. Hier mit selbstsicher, oder? Was ist das? Nee, nicht selbstsicher, das ist hier Charisma-Fähigkeit, ne? Ja. Conversaciones. Das ist die Mama, die braucht dich nicht interessieren, Mensch. Jibs. Die Eichhorns sind das hier, die Eichhörnchens. Die Eichhörnchen-Family. Hallo.
Ich bin die Red. Ich muss so ein paar Herzen brechen, du. Creeper. Es dauert ein bisschen Zeit, ne, bis ich dann jetzt gebrochen habe. Aber wir probieren es mal. Über Eltern beschweren hier. Gefühle erhalten. Oh ja, okay. Hey, Kindchen hier. Nicht schon wieder die Jungs aufreißen. Du. Geh ins Bett. Was? Wir haben gerade gestartet. Hallo? Ah, Modi hier. Oh, ich bin halt paranoid. Ja, die ist echt paranoid. Die ist hier wirklich... Wo ist das denn hier, da, ne? Paranoid. Er ahnt hinter jeder Ecke Gefahren. Und das als Mutter ja auch noch. So, wir probieren mal hier gleich die Romantik hier. Gestehen, verknallt zu sein. Fragen, ob es Single ist. Machen wir mal, komm. Hey, Red, wo bist du schon wieder hin? Mit Schwarmnecken, was ist denn das? Kompliment über Hausmann. Komm, jetzt mal hier. Und zwar Romantik und dann fragen, ob es Single ist. Red, wo bist du denn? Komm mal hier hin, hier. Hey, voll das schöne Schloss habt ihr. Ja, natürlich. Hat Daniel gebaut. Kriegt ihr auch noch Manieren hier. Du bist ja ein Hübscher hier. Der ist Single. Ja, natürlich ist der Single. So. Ja, Mamis, könnt ihr mal weggehen? Also, ich weiß ja nicht. Waburani Bayumi hier. Sollen wir hier abbrechen? Wir wollen nämlich mit dem hier, mit dem Kian heißt der hier. Jeps, ich muss schon wieder aufs Klo. Meine Sims müssen immer pissen. Wisst ihr noch? Die müssen immer aufs Klo, ne? Wir waren damals schon dabei. Komm mal hier aufs Klo, schnell komm. So. Ich gehe fancy gucken, ja. Sehr gut. Ja, das klappt schon. Ich bin gespannt jetzt mal, was ihr schreibt, weil dann geht's weiter nächstes Mal mit der Klee Family. Das war auch von euch schon heute mal die Einführung. Vielen lieben Dank, euch Daumen nach oben nicht vergessen. Euer Daniel, Dankeschön.